Wusstest du, dass du sogenannte Alltagsausgaben zum Teil auch als Betriebsausgabe geltend machen kannst? Was das genau bedeutet und wie das geht, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn es dir so geht wie mir, dann ist es relativ schwierig, eine Linie zu ziehen zwischen deinem unternehmerischen Bereich und deinem privaten Bereich. Das heißt, irgendwie so die Grenze zwischen ich bin jetzt selbstständig und ich bin jetzt privat, die geht irgendwie ineinander über und manchmal ist es relativ schwierig, eine gerade Linie zu ziehen zwischen privaten Kontakten und geschäftlichen Kontakten. Und auch wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, beispielsweise Knabberkram oder Obst oder Getränke oder auch Putzmittel, dann kaufe ich diese Dinge in erster Linie privat. Es kann aber immer mal vorkommen, dass ich das natürlich auch irgendwie geschäftlich nutze. Oder wenn ich mit einem Freund mich treffe, also einem befreundeten Unternehmer, Selbstständigen, mich zum Essen treffe und wir wollten eigentlich uns privat treffen und am Ende haben wir aber doch die ganze Zeit über Projekte und die Kooperation der Selbstständigkeit irgendwie gesprochen, dann ist das relativ schwierig, die Linie zu ziehen und zu sagen, was war jetzt privat und was war jetzt geschäftlich. Aber du kannst den geschäftlichen Anteil trotzdem als Geschäftsausgabe absetzen. Wichtig ist allerdings hier, dass du, wenn du Kosten als Betriebsausgabe ansetzen möchtest, du immer eine korrekte Rechnung oder einen Beleg brauchst. Und es ist auch unerheblich, ob du vielleicht bestimmte Dinge erst privat gekauft hast und erst später feststellst, dass du sie doch ausschließlich betrieblich nutzt. Dann darfst du die Kosten trotzdem als Betriebsausgabe absetzen. Du brauchst auch nicht zwingend einen Kassenbon nur für betriebliche Dinge und einen Kassenbon nur für die privaten Dinge. Du könntest beispielsweise auch mit einem Einkauf im Supermarkt beides bezahlen, also sowohl private Sachen als auch geschäftliche Sachen und du kannst dann beispielsweise nur die betrieblichen Dinge markieren und dann nur diese Kosten in der Buchhaltung absetzen. Am einfachsten wäre es aber natürlich, wenn du im Supermarkt und überall anders immer zwei Kassenbons hast und an der Kasse einfach trennst zwischen, okay, diese Dinge kaufe ich jetzt betrieblich und diese Dinge kaufe ich jetzt privat und du einen Kassenbon hast, den du quasi nur für deine Geschäftsausgaben hast. Gehen wir einfach mal davon aus, dass ich Coach, Trainer oder Berater bin und zu Hause arbeite. Das heißt, zu Hause arbeite ich auch mit meinen Kunden. Ich habe eine 100 Quadratmeter Wohnung und 25 Quadratmeter ist quasi mein Arbeitsbereich. Mein Arbeitszimmer. Dass ich die anteiligen Miet- und Mietnebenkosten steuerlich geltend machen kann, ist dir hoffentlich schon klar. Wenn nicht, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Da bin ich nämlich speziell auf das Homeoffice eingegangen. Was ich aber auch absetzen kann, ist quasi die Bewirtung des Kunden an diesem Tag. Das heißt, wenn ich da jetzt Wasser hinstelle, ihm Obst anbiete oder Knabberkram anbiete, dann kann ich diese Kosten, die ich ja brauche, um meine Trainings durchzuführen, kann ich steuerlich geltend machen. Und diese Dinge nehme ich mir wahrscheinlich aus der Küche, aus meinem Privatbereich und lege sie dann in das Unternehmen ein. Und diese Kosten kann ich auch steuerlich geltend machen. Das heißt, wenn ich mir den Kassenbon aufgehoben habe, dann kann ich diese Position, wo ich das gekauft habe, jeweils markieren und kann diesen Kassenbon dann in meiner Buchhaltung berücksichtigen. Einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn ich diese Einkäufe von vornherein betrieblich getätigt hätte und von vornherein schon in der Buchhaltung gehabt hätte. Ich weiß, dass das Video kein super fancy Steuertipp ist. Meiner Erfahrung nach wird sowas aber sehr, sehr häufig vergessen und auf das Jahr gerechnet summieren sich solche Beträge schnell auf und sind ein paar hundert Euro an Steuern, die du so weniger zahlen kannst. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Steuerberater, dann schau dir doch mal an, wie wir dir eventuell weiterhelfen können. Wir sind spezialisierter digitaler Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau dir auch unbedingt mal unsere Community an. Alle Informationen zu der Community und wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Steuertipps an, die findest du hier. Wusstest du, dass du auch sogenannte Alltagsausgaben als Betriebsausgabe geltend machen kannst? Wenn ja, nee, nicht wenn ja.